Good day, Pilots. Guten Tag, Piloten. Hier bin ich wieder, euer X-Plane-11-Pilot JK. Was gibt's Neues? Dies wirst du jetzt in der nagelneuen und frischen Folge X-Plane-11-News erfahren. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du jetzt kostenlos JK-Movies abonnierst und die Glocke aktivierst, denn mit meinen X-Plane-11-News bist du immer up-to-date. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, los geht der Flug. Wir fliegen wieder. Yes! Realistischer Heat-Effekt für Lau. Liebe Piloten, starten wir doch einfach mal in die X-Plane 11 News mit einem kostenlosen Add-on, was ihr eurem X-Plane 11 gönnt tut. Mit diesem Add-on bringt ihr nämlich euren X-Plane 11 wieder auf ein nächstes Level. Durch das X-Plane 11 Update 11.30 implementierte Lamina Research ein Partikelsystem, was das Darstellen von Abgase, Feuer und Rauch ermöglichte. Allerdings gibt es einen kleinen Schönheitsfehler, denn der sogenannte Heat Blur wird etwas zu stark dargestellt. Dies ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Wenn euch dieses stört, gibt es dieses Freeware Lua Script, was diesen Effekt reduziert und zu meinen Augen nach auch realistischer darstellen lässt. Ihr benötigt, damit das Lua Script funktioniert, das Fly with Lua Plugin. Beide Add-ons packe ich unten in die Videobeschreibung hinein. Damit ihr fleißig saugi könnt, nice. Was ich noch am Ende sagen muss, ich habe das Add-on schon fleißig getestet und ihr bekommt damit keine FPS-Verluste. Des Weiteren gibt es auch von dem gleichen Entwickler ein nettes Lua-Skript, was eure Kantendarstellung und Schatten viel glatter darstellen lässt. Darum würde ich sagen, probiert dieses auch mal aus. Wir können dies ja gerne in den Kommentaren diskutieren. BSS Soundpack Toles A319 released. Yes, endlich ist es soweit, liebe Piloten. Wir haben lange drauf gewartet. Blue Sky Star Simulations veröffentlicht das Soundpack für den Toles A319. Ich hatte in meinen X-Plane 11 News darüber schon mal berichtet, dass das Soundpack später released werden soll. Da das Entwicklerstudio samt Büro in ein neues Gebäude umziehen musste und sie dadurch nicht weiter arbeiten konnten. Das Soundpack enthält nicht nur den Turbinen-Sound für die CFM-Engines, sondern bringt auch realistischen Sound aus dem Cockpit, Windgeräusche, Slats, Flaps und die PTU natürlich noch mehr, viel mehr. Das Add-on direkt kann man auf der BSS-Homepage für rund $20 erwerben. Es soll auch bald später im X-Plane Store erhältlich sein. Da werde ich es mir selbstverständlich kaufen. Des Weiteren wird auch an einem IAE 2500 Soundpack gearbeitet, welches dann rund $10 kosten wird. Nice. Neue Bilder und Neuigkeiten zum zum Airbus A320 von JAR Design. Spaß muss sein, aber ich raste gerade persönlich aus, weil ich eben erst die Bilder entdeckt habe und dies muss ich euch mitteilen. Der JAR Design Airbus A320 gibt es bereits seit 2014. Und das direkte Konkurrenzprodukt ist ja der Flight Factor Airbus A320. So, JAR Design lässt das aber alles nicht auf sich sitzen und arbeitet an einem neuen Cockpit-Design. Ihr seht ja die Bilder selber und diese Bilder sehen so geil aus und as real as it gets, mehr geht es nicht, denn ihr seht auch ein nagelneues Electronic Flight Blade, das Tablet sozusagen, womit ihr auch Kraftstoff einstellen könnt, die Ground Handling Sachen einstellen könnt für Ground Power, für die Treppen und so weiter. Auch das gute Plugin Avitab soll wohl mit in diesem Tablet integriert worden sein. Also wie zum Beispiel beim Toles A319, da habt ihr auch das Avitab mit integriert. Vorausgesetzt ist natürlich, dass ihr das Plugin selber installiert habt. Lol, weil sonst wäre das ja ein ganz schöner Fail. Aber ich muss dazu sagen, dass diese Bilder, finde ich, so genial aussehen und JAR Design ist in meinen Augen auf dem richtigen Weg. Ihr müsst ja beachten, klar ist JAR Design schon ein bisschen älter, aber wir sind bei der Version 3 schon angekommen. Der Flight Factor ist auf jeden Fall bestimmt auch nicht schlecht. Ich habe ihn zwar nicht, aber er ist ja, glaube ich, noch nicht mal in der Version 1.0, sondern immer noch unter der Version 1. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare dalassen, was ihr zum JAR Design A320
sagt. Denn ich muss ja sagen, ich bin froh, dass ich mir den Flight Factor noch nicht gesaugt habe und gekauft habe, weil ihr seht ja, Jar Design arbeitet zwar ein bisschen langsam, aber sie haben auch geschrieben, dass die fast fertig sein sollen mit diesem neuen Cockpit. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. CSG 747-8i Version 2 Rheinfall. Dies habe ich mich auch gefragt und es gibt viele Berichte darüber, dass die 747-8i Version 2 gar nicht so richtig fertig sei. Denn es gibt viele Berichte darüber, dass zum Beispiel das FMC immer noch ein bisschen buggy ist und teilweise kommt ihr nicht mehr auf die nächste Flugplanseite. Des Weiteren sind gar nicht alle Kabinen voll ausgearbeitet und ausgebaut. Dies kann man auch bei die Mörderkaninchen sehen, der hat dieses Flugzeug schon mal sich unter die Lupe genommen. Auch die angekündigten Wingflex-Animationen sind gar nicht so richtig dargestellt worden und realisiert worden, denn der Flügel bleibt wie ein gerades Brett beim Take-Off liegen. Ich meine, das ist ja wirklich nicht as real as it gets und SSG muss definitiv mit Updates nachbessern. Auch ein Pilot aus meiner Community hat sich die SSG 747-8i Version 2 gekauft und er hat sie sogar zurückgegeben, da das FMC seine Probleme macht. Wie ist denn eure Meinung zu der SSG 747-8i Version 2? Habt ihr positive Erfahrungen damit gemacht? Denn man muss ja auch sagen, sie sei ja auch ein bisschen FPS-hungrig. Teilweise kommt ihr nur auf die 20 Frames. Ihr könnt dies gerne mal unten in die Kommentare hineinschreiben, das würde mich sehr interessieren. Das war's jetzt auch mit der Folge X-Plane 11 News. Habt ihr Anregungen, Kritik oder auch ein positives Feedback, könnt ihr dies gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Denn ich finde, diesmal habe ich sehr gut gesprochen. Lol. So, Piloten, wenn du einen wöchentlichen Rückblick haben möchtest über wichtige X-Plane 11 News und sogar Prepare 3D, dann schaut mal bei meinem Partner die Mörderkaninchen vorbei. Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist es jetzt für heute gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, immer schön viel fliegen. Ihr wisst ja, always happy landings. Liebe Grüße, euer X-Plane 11 Pilot Jacky. Servus.